Sitzt du eigentlich auch nackt hier bei der Wärme? Beim Aufnehmen? Danke für dieses Bild in meinem Kopf, ey. Nicht sagen, du bedienst gerade Tastatur und so mit deinem Penis, oder? Selbstverständlich. Ja, Penis und Nase. Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen hier zum neuen Kinocast. Heute nur zu zweit. Hallo Chris. Hallöchen. Und ich bin der Erik. Ist vielleicht ganz gut fürs Niveau, ne? Grüße euch. Ja, das ist definitiv. Hi Morok. Viel schmeckt. Genau. Wir haben ein paar Filme geguckt und so weiter. Ihr wisst ja Bescheid, was euch hier erwartet. Seid ihr hört zum ersten Mal rein, dann werdet ihr jetzt eh schon ausgeschaltet haben. Ansonsten geht's hier um Filme. Und wir beginnen gleich mal mit der Sneak Preview der vergangenen Woche. In den Metropolkino, in den Innenstadtkinos Stuttgart. Das war der Film Bodycam. Und der war ja auch getippt worden, wenn ich mich recht erinnere. Der Hinweis war ja irgendwas mit On Duty, genau. Das ist mir eingefallen. On Duty war der Hinweis. Und mittlerweile spült's den Trailer auch immer in diverse Timelines von mir rein. Also auf Instagram sehe ich den immer mal von Universal und von auf Facebook. Ich habe den auch schon geteilt. Der Trailer, finde ich aber, ist ein bisschen irreführend. Der sieht eher nach einem beinharten Horrorfilm aus, wo irgendwelche Cops durch die Nacht irgendwie irgendwas Gruseliges jagen müssen. Und wir haben ja den Film jetzt schon gesehen. In der Hauptrolle spielt Mary J. Blige. Vielleicht kennt ihr so Family Affair und I Love You, ein schöner Song von ihr. Und die spielt die Hauptrolle in dem Film. Sie selber lebt in einer schwierigen Beziehung gerade mit ihrem Mann, denn sie haben da ein bisschen was zu verkraften, einen Schicksalsschlag, und das will ich mal nicht weiter ausführen. Das können dann die Leute selber sich im Kino anschauen. Und sie ist Polizistin und kommt wieder zurück in den Dienst, obwohl sie den Schicksalsschlag noch nicht so ganz verarbeitet hat, und wird gleich mit einem sehr dubiosen Fall konfrontiert, nämlich einer ihrer Kollegen wurde bei einer nächtlichen Kontrolle, also er verfolgt so einen Lieferwagen. Der Lieferwagen hat keine Kennzeichen mehr dran und das eine Rücklicht ist kaputt, deswegen will er den mal anhalten. Und wer schon mal die Serie Cops gesehen hat, der weiß, das ist immer nicht ohne dann. Und er schleicht sich da ran und mit einmal tut so irgendwie einen Riesenschlag und er fliegt da durch die Gegend und dann wird auch schon abgeblendet, also man sieht das dann so teilweise durch seine Bodycam, die ja vorne in der Mitte auf der Brust befestigt ist. Wie der Filmtitel, oh mein Gott. Und dann auch durch die Kamera, die sich im Auto befindet, also die Dashcam, und sieht man diese Szene und kann sich nicht so richtig einen Reim draus machen irgendwie. Und die Polizistin oder die Polizisten, die das dann auswerten, das Material auch nicht so richtig, und sie ist die Einzige, sie geht schnell an den Bordcomputer von dem Fahrzeug und sieht das Video, und danach ist es irgendwie weg. Ja, also, Moment, der Computer funktioniert ja nicht. Das ist ja der Witz an der Sache. Der ist ja echt kaputt. Der ist broke. Ah, okay. Und sie tippelt dann drauf rum und sieht dann eben so Ausschnitte. So. Das waren die Original-Soundeffekte übrigens, die ich gerade nachgemacht habe. Wie das halt so ist, wenn der Film gerissen ist bei einer Digitalaufnahme, sieht man dann so. Genau. Ja, und sie ist die Einzige, die das gesehen hat, und das sah irgendwie ein bisschen mysteriös aus, und sie will das dann mal ein bisschen nachverfolgen. Hat dann auch ein paar Ansatzpunkte, dass die Person oder das Fahrzeug wird dann später auch nochmal gesehen, und es wird einer Pfarrei, ist das, glaube ich, oder sowas, zugeordnet. Und sie geht dann dort. Ja, ein Pfarrer, der es verliehen haben soll. Ja. Oder dem's. Von heute auf morgen war das Fahrzeug weg. Und es gibt dann auch noch einen zweiten Fall, wo dann eben dieser Lieferwagen vor einer Tankstelle steht, wo man halt nachts auch noch einkaufen kann. Und da ist auch die Frau, die wir auch schon mal andeutungsweise gesehen hatten, die trägt immer so eine Kapuze drüber, und sie ist in dieser Tankstelle und wird da dumm angemacht von irgendwelchen Typen. Mit einmal geht das wieder los, dieses Ganze, dass da Leute in die Luft gewirbelt werden und irgendwie entbeint werden und entzahnt werden und sonst was alles. Und da erwischt es auch ein paar Polizisten, die gerade den Lieferwagen gesehen haben vor der Tür,
und die den zugeordnet haben, hier ist wieder der Lieferwagen ohne Kennzeichen und so. Wahrscheinlich fährt da nur einer rum ohne Kennzeichen. Und die erwischt es dann natürlich auch noch mit, auf übelste Weise. Und wie immer, wenn es auch Polizisten betrifft, solche Fälle, dann werden die besonders aktiv und wird dann eben der volle Fokus darauf gerichtet. Was jetzt wirklich ein bisschen klingt, so nach, weiß nicht, so horrormäßig, ist eher eine sehr gruselig spannende Angelegenheit. Und das ganze Thema Polizeigewalt ist hier auch noch mit reingewoben. Wir haben ja gerade in den USA auch diverse Demonstrationen gegen Polizeigewalt. Mit George Floyd fing das ja gefühlt so richtig an, diese Bewegung. Also die Polizeigewalt gab es natürlich früher auch schon. Ist natürlich, das schaukelt sich natürlich auch auf beiden Seiten hoch. Ja, die Polizei rüstet immer mehr auf, ist noch vorsichtiger geworden, weil es halt auch schnell geht, dass sie mal eine Kugel in den Kopf bekommen. Und umgekehrt sind natürlich die, in Anführungszeichen, normalen Leute, haben natürlich auch immer mehr Bedenken gegenüber der Polizei, weil die gewalttätiger vorgeht und rüstet ebenso auf, dass ist halt eine Spirale in Gang gesetzt worden. Und das nimmt sich der Film auch so ein bisschen zum Thema, denn der eigentliche Fall, den es da auch vorher gab, war so ein Fall von Polizeigewalt, dass eben so ein junger Typ wohl ja, misshandelt worden war. Also das war jetzt nicht der Fall, der dann später nochmal kommt in dem Film, sondern ein anderer Fall, weshalb alle Polizisten auch ein bisschen vorsichtig sind, mit wem sie da, wen sie da vorgehen und so weiter. Und ja, das ganze Thema schwingt da so mit in diesem Film. Es ist jetzt nicht nur ein ganz banaler Horrorfilm, sondern das auch schon ein bisschen, hat gesellschaftliche Themen mit zur Auswahl, ja. Das fand ich eigentlich ganz gut, dass er das daran so ein bisschen aufhängt. Ja, war ein ziemlicher Mix, was das angeht, also von allem so ein bisschen und dann aber, wie ich fand, nichts so ganz richtig. Also, das war ein bisschen schade eigentlich. Also, es waren schon, wie du sagst, diese Thriller-Elemente drin, es waren diese Horror-Elemente drin, die Gesellschaftskritik, alles schön und gut, aber dann im Endeffekt so ein ziemliches Potpourri, kann man fast schon sagen, weil doch sehr vieles zusammengemixt wurde. Ja. Es war ein bisschen schwer dann. Also ich fand es sehr gut, dass ich irgendwie, ich kann es natürlich jetzt nicht spoilern. Es gibt eine Szene, wo so mehr oder weniger die Auflösung, der Grund deutlich wird. Und die fand ich extrem stark, ey, da hatte ich so ein Kloß im Hals. Also das war wirklich ganz übel mitnehmend, diese Szene, fand ich. Weil das wirklich so im Detail gezeigt wird, wie furchtbar manche Leute einfach sein können. Und das fand ich extrem stark, diese Szene. Das hat für mich auch den Film nochmal angehoben, wo ich am Anfang dachte, oh, das ist so ein langweilig. Also ich sehe zum Beispiel beim Moviepilot gibt es viele, die gesagt haben, oh, ich habe den irgendwie bis zur Hälfte geguckt, bin dann aus der Sneak rausgegangen und so. Die haben natürlich diese Szene auch nicht gesehen und haben deswegen auch nicht gesehen, was der Film dann noch für einen eigentlichen Dreh nimmt. Und finde ich schade für die Leute, die extra in die Sneak gehen und dann rausgehen. Ich meine, da gibt es Filme, da bietet sich Rausgehen eher an als bei diesem hier. Oh ja. Also, da hat man schon genug Zeug gehabt. Aber gerade so diese Szene und wie das dann auch mit ihr zusammenhängt und alles, ich darf natürlich jetzt nicht zu viel verraten, ne? Das ist das Problem gerade ein bisschen auch in dem Film. Man verrät dann plötzlich vielleicht doch zu viel. Ja, also gerade das deutsche Poster, Bodycam und drunter unsichtbares Grauen. Ja, also warum? Das legt jetzt nicht gerade nahe, dass es sich jetzt hier um einen gesellschaftskritischen Film mit einer starken Message handelt, sondern eher so, ja, hier... Auch nicht nach einem Feel-Good-Movie. Ja, das war ja nun auch nicht, ne? Aber, ja, also das, ich fand den schon, also gerade auch mit diesem Aufhängepunkt fand ich den extrem stark. Der eine junge Mann, der mitspielt, den hatten wir letztens auch in Semper Fi in dem Film. Ja. Also, und jetzt, wie heißt er, ne? Wie heißt er? Das habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Aber ich hatte ja im Film mal nachgeguckt, weil mir das irgendwie aufgefallen ist. Das war auf jeden Fall der Bruder, der in den Knast musste. Ned Wolf. Ich glaube, wenn der jetzt schon in so mehreren Produktionen mitspielt, entweder sind es zufällig die Filme mit ihm, die so auf Halde lagen, die jetzt alle kommen. aber ja, mal gucken, in was wir ihn dann noch so sehen. In welchen Filmen. Ja, bin mal gespannt. Ich sehe gerade hier in der Fernsehserie zu Stephen Kings The Stand, das letzte Gefecht hat er mitgespielt auch. Das werden wir jetzt demnächst sehen. Dann gibt es noch einen Film zwischen Semper Fi und Bodycam, der heißt Mortal. So wie Mortal Kombat, aber ohne Combat. Aber ohne Combat. Ja,
Fantasy Adventure Origin Story about a young man discovering he has godlike powers based on an ancient Norwegian mythology. Okay, also eine Superheldengeschichte über jemanden, der gottgleiche Fähigkeiten hat, basierend auf einer norwegischen Sage. Ist auch von André Ovedal gedreht. Hm? Vielleicht auch nicht uninteressant. Ja, ja, wenn es gut ist. Gut. Ist jetzt hier noch keine Wertung da. Ja, an sich echt ein cooler Film für die Sneak. Also wir hatten ja, jetzt muss ich mal gucken, wo das war, irgendjemand, ich glaube, die Steff hatte da so ein bisschen Kritik schon geäußert gehabt zu dem Film. Wo waren das gewesen? War das auf... Ach, das war jetzt auf Instagram, wo ich den Trailer, glaube ich, geteilt hatte, wenn ich mich recht... Nee, das war auf Facebook. War das auf Facebook? Oh, ich komme nicht mehr mit hier. Zu viele Netzwerke. Jetzt muss ich noch auf meinen TikTok-Account checken. Also unter der Wertung zum Film Bodycam war es nicht. Ach so, das war jetzt, ich weiß, wo es war, bei Kinocast, als ich den Trailer geteilt habe, so war es. Ja. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, weil die Steff, die geht ja immer in Reutlingen in die Sneak und da lief der wohl auch. Sie ist aber irgendwie ganz froh, dass sie nicht drin war. Genau, wir haben ihn am Montag in der Sneak verpasst. Da bin ich ganz froh drüber. Die Bewertungen waren unterirdisch. Zweitschlechtester Film im Sneak-Jahresranking. Was jetzt ganz furchtbar klingt, habe ich dann mal ein bisschen mir erlaubt, mal aufzulösen, weil das Cineplex in Reutlingen, die veröffentlichen nämlich auch immer die Bewertung. Und da haben 32% haben den gut bewertet, 14% haben es sehr gut bewertet. Also quasi fast die Hälfte hat ihn mindestens gut oder sogar sehr gut bewertet. Und die andere Hälfte hat ihn eben geht so bis schlecht bewertet. Da werden dann vielleicht welche dabei gewesen sein, die den Film einfach nicht verstanden haben oder rausgegangen sind. Und das habe ich dann auch nochmal ein bisschen hier in die Diskussion eingeworfen. Dass er natürlich der zweitschlechteste Film der Sneak in Reutlingen war, ist natürlich dem Anspruch geschuldet, dass natürlich in diesem Jahr relativ gute Filme dort liefen. Ja? Also es war... auf Gemecker wirklich auf hohem Niveau und ich sag mal, wenn man den Film nicht gesehen hat, den gleich von vornherein so abzutun als, ja, schlechtester Film, unterirdisch und so weiter, also das tut dem Film, glaube ich, ist ein bisschen ungerecht dem Film gegenüber. Ich glaube, der Film ist nicht so schlecht, wie man vom Trailer her denkt. Kann man machen, aber ist halt scheiße. Ja, also ich habe auch geschrieben, also so gruselig war der Film nicht, der Trailer ist eher effekthascherisch. Also ich glaube, die versuchen Hascherisch. Hascherisch. Ich glaube, habe ich lange überlegt, ob der jetzt mit zwei SCHs geschrieben wird. Ich glaube, der wird in Deutschland bewusst in die Richtung irgendwie Horror vermarktet. Der Trailer sieht so aus, der Untertitel sieht so aus. Weil ich glaube, das Thema hier Black Lives Matter und so ist zwar irgendwie bekannt, aber ja, dass da jetzt jemand ins Kino geht, um sich da einen Film in die Richtung anzugucken, ja, würde ich, glaube ich, auch von Verleihsichthaus her schwierig halten. Ich hätte es aber eher als Cop-Ermittlungsthriller irgendwie vermarktet und weniger als Horrorfilm, finde ich. Weil die Szenen sind eher spannend bis leicht gruselig, die es da so gibt, gerade wenn sie so den Keller durchsucht und so. Das fand ich immer sehr, sehr cool. Also ich fast ein bisschen Gänsehaut und so. Also wenn man jetzt da greifen halt nicht diese typischen Mechanismen, dass irgendwie eine Tür knarzt oder irgendwas. Und da passiert dann plötzlich mal was, wo du denkst, oh, okay. Das habe ich jetzt so nicht erwartet. Ne? Und das will schon was heißen, wenn jemand viele Filme guckt und sowas zu sich selber sagt. Hm. Ja, durchaus. Also der Jan hat, wenn ich hier gerade dabei bin, der Jan hat auch geschrieben, nette Idee für einen Film. Auf jeden Fall, bin mal gespannt. Ja, sei gespannt, der Jan, und geh vielleicht mal rein und bilde dir dein eigenes Urteil. Ja, lass dich nicht von den Hatern hier beeinflussen. Oh jetzt. Von mir kriegt der Film 7 Punkte. Also von den Hatern, ein bisschen übertrieben jetzt. Okay. Ich habe ihm insgesamt 6 Punkte gegeben, weil... Wie ich schon gesagt habe, es sind viele Punkte, die angesprochen werden. Ab und an habe ich so ein bisschen das Gefühl, er verzettelt sich in eine Richtung, ohne dann konsequent zu Ende zu gehen. Und ja, also schauspielerisch war es jetzt auch nicht unbedingt so eine Offenbarung. Aber ein ganz cooler Mix, deswegen 6 Punkte, solide Nummer und Gutes. Jo, wie lautet denn dein Tipp für morgen? Das wäre dann die Sneak am 3. August. Meine Güte, wieder August hier. Und da lautet der Tipp, zu Ende bringen.
So, sind da jetzt schon irgendwelche... Ach, ich bin jetzt auf... Einer ist, glaube da. Auf der Kinocast-Seite. Moment, ich muss wieder auf die Metropol-Sneak-Seite. Falls du es eher hast, dann... Habe ich, aber ich mach's nicht. Hier. Irresistible vom Christian. Irresistible. Da gab es noch ein Lied. Irresistible. War das nicht von Vanessa Paradis oder so? Viele Lieder mit Irresistible. So was aber Simply Irresistible von NXS. Es, ne? es gibt nur das eine. Hast du schon recht. So, Irresistible. Vielleicht fällt mir auch bis noch was ein. Ich habe irgendwie viel mir da im Kino nichts ein. Normalerweise habe ich dann gleich irgendwie einen Gedanken, wo ich sage, ach, das könnte es sein. Diesmal noch nicht. Dann schauen wir doch keine mal. Keine Zeit gehabt, ne? Schauen wir das mal. Ist alles so stressig gerade. Bereich Heimkino. Heimkino. So, du hast noch einen Film geschaut. Unsere Rezensionsexemplar. Ja, irgendwie war das Heimkino-Dinger gerade ein bisschen abgeschnitten, kann das sein? Ja, wir haben keine Zeit. Ah ja, okay. Können nur halbe Jingles spielen. Ah ja, halbe Jingles, dafür lachen wir den Rest weg. Ja, ja, Ding Dong. Ding Dong. Ja, ich habe wie letzte Woche schon angekündigt jetzt auch Extreme Job Spicy Chicken Police nachgeholt, den koreanischen Film. Und ich habe streckenweise sehr gelacht, muss ich sagen. Ich fand ihn richtig cool. Was mich gestört hat, ich mache es jetzt ganz arg schnell, weil wir haben ja den Film schon besprochen. Was mich da wirklich gestört hat, war die Synchro teilweise oder die Übersetzung. Ich glaube, daran hakt es, dass es richtig gut ist. Und er hat eine ziemliche Länge in der Mitte. Also ich glaube auch 20 bis 30 Minuten weniger in der Mitte hätten im Film extrem gut getan. Ich habe tierisch Bock auf Hühnchen bekommen. Spicy Chicken. Ja, auf das Spicy Chicken, weil ich weiß, wie gut die Koreaner das machen. Und was ich halt auch super, super cool fand einfach, war, es gibt eine Szene, wo sie in die einmarschieren in die Wohnungen, wo die Hühnchen hingeliefert wurden. Und da geben sie sich als Vertreter aus von, ja, wir müssen den Anschluss überprüfen. Und es sind halt die original Firmennamen, also dieses KT, Olé KT, von denen hatten wir auch das sogenannte Olé-Egg, also ein Ei, was uns WLAN aufgespannt hat, also ganz hervor, nein, super, hinten in den Rucksack rein oder in die Hosentasche, ja. WLAN überall, wo man es gebraucht hat, also richtig cool, also das waren Originalfirmen, ganz arg viel Originalzeug einfach auch dabei, wo ich wiedererkannt habe und so einfach so Situationen, wo für mich so dieses Gefühl, ach geil, Korea, ich will zurück. Da war Geschichte, ja, ganz lustig eigentlich, auch das Ende dann. Man nennt ihn nicht umsonst den Zombie. Also ziemlich kaputt, ziemlich witzig, aber zu lang. Und deswegen Abzüge in der Note, deswegen 7 Punkte bei mir. Ja, okay. Ja, ich denke auch, du kannst dich aber jetzt an die zwei Personen ja erinnern, die dann plötzlich mal einen Film drehen wollten über die, ne? Ich denke mal, das waren irgendwelche bekannten Leute, irgendwelche vielleicht E-Sport-Stars oder irgendwie YouTuber oder sowas. Würde auch passen, die bei uns hier keiner kennt, ne? Weil das ist ja ein Riesending da. Ja, klar. Aber wenn du sagst gerade hier Thema Egg und so weiter, ich kann da was empfehlen tatsächlich. Da gibt es so kleine MiFi-Router, die kann man in den Rucksack stecken. Da kann man SIM-Karten reinmachen. Ja, genau, sowas ist es dann. Kann man SIM-Karten reinmachen. Ich habe so einen, habe ich gerade hier in der Hand. Da mache ich immer eine SIM-Karte rein, Hast du es gerade in der Hand? Genau, wenn wir irgendwo hinfahren, in Urlaub oder so, dann kaufe ich mir dort eine lokale SIM-Karte und dann kann hier die ganze Family da rein. WLAN. So ist es super. Ja, genau. Extreme Job, Spicy Chick. Ja, gut, Synchro, kann natürlich sein, aber mein Koreanisch ist jetzt nicht so gut. Ja, klar, aber einfach vom Gefühl her ging da extrem viel verloren. Wird ja auch teilweise manchmal sehr schnell gesprochen, wo dann manchmal vielleicht so ein Wort irgendwie einen halben Satz heißt im Deutschen und so. Da musste dann verkürzt werden, schätze ich mal. Ja. Das war es, glaube ich, auch schon mit Filmen. Wir wollten tatsächlich jetzt auch einen Film gucken. Latte Igel wollten wir gucken. Mit den Kleinen haben es aber irgendwie nicht geschafft, weil gestern ein Fußballturnier gehabt und so. Was ist heute los? Du hast das Teil in der Hand, Latte Igel. Der heißt aber wirklich so, der Film. Latte Igel und der magische Stein oder so ähnlich. Den haben wir schon da, aber haben es irgendwie nicht geschafft, den gestern zu gucken. Ah. Und heute wird es wahrscheinlich auch nichts. Deswegen, aber ich habe eine Serie später. Deswegen schauen wir mal, was Neues anläuft hier in Stuttgart und überhaupt. Kinocharts und Neustarts. So, ich bin jetzt bei kino.de, da steht als erstes Max und die Wilde 7, eine Kinderbuchverfilmung.
Da schließt der 9-jährige Max Freundschaft mit ein paar Senioren, die ihm dabei helfen, einen Einbrecher zu fassen. Was ist eigentlich die Wilde Sieben? Ist das, ich kenne das Buch nicht, weißt du das? Ist das irgendwie eine... Ich kenne nur die Wilde 13. Ja, genau, es ist ein Eisenbahn, wird es nicht sein. Ne? Na gut, was kommt noch? Ist ein bisschen peinlich. The Secret, traue dich zu träumen. Romantisches Drama über die verwitwete Dreifachmutter Miranda, deren Leben eine gute Wendung nimmt, als ein hilfsbereiter Handwerker in ihr Leben tritt. Oh, ich möchte hier ein Rohr verlegen. Familie immer schon auf hier. Rapunzels Fluch läuft noch an, nachdem wir jetzt Hänsel und Gretel hatten. Das nächste, also irgendwie geht denen das Material aus oder so. Oder demnächst sehen wir dann vielleicht noch irgendwie Schneewittchen oder so. Schneeflittchen. Rapunzels Fluch, Exorzismus made in Germany. Ein Märchen wird zum Horrorfilm umfunktioniert, in dem ein Dämon einem Filmteam Angst einjagt. Was ganz Neues. Sowas hat man, glaube ich, noch nicht. Also. Steht aber bei Filmstarts steht's nicht drin. Als Neustart. Warte mal. Oh. Ich hätte noch Wir beide. Drama über ein älteres lesbisches Paar, das seine Liebe vor der Familie über Jahrzehnte geheim hält. Und drunter steht Komödie. Das stimmt total lustig. Oh, das ist total ein lustiges Drama. Der nächste ein könnte Dramedy ja interessant sein. Da kann ich mal versuchen, ein Rezensionsexemplar irgendwie zu bekommen oder einen Link. Der ist nämlich auch wieder ein südkoreanischer Katastrophenfilm. Warum sehen wir ja eigentlich keine nordkoreanischen Filme? Ein südkoreanischer Katastrophenfilm, in der ein unbekannter Virus binnen 36 Stunden nach Infizierung den Tod bringt und eine Stadt ins Chaos stürzt. Das klingt doch mal... Aktueller geht fast nicht, oder? Also. Irgendjemand, Sang So Kim, also ist nicht der andere. Was hat denn der noch so gemacht? Asura? Nee, die anderen kenne ich alle nicht, die Filme. Okay, dann kommt noch Irresistible. Da gibt es, glaube ich, einen Song. Satirische Politkomödie über einen Kampagnenführer, der sich einer Kleinstadt annimmt und einen nicht ganz sauberen Schlagabtausch mit den Republikanern liefert. Mit Steve Carell. Das könnte sehr lustig sein. Ah, jetzt weiß ich, was für ein Film ist. Ja, okay. Habe ich tatsächlich könnte schon mal sehr lustig und auch durchaus tiefgründig sein mit Steve Carell. Deswegen. Das wäre doch mal was Cooles, ja. Ich gucke gerade hier nochmal, Irresistible, von Jon Stewart sogar, nicht schlecht. Okay, Bodycam läuft noch an, über den haben wir gerade berichtet und ich hätte noch The Song of Names. Achso, einen Animationsfilm hätte ich noch. Aber The Song of Names, Drama über zwei Kindheitsfreunde, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg außer Augen verlieren und dank der Musik Jahrzehnte später wiederfinden. The Song of Names mit Clive Owen und Tim Roth. Ja. Klingt ja schon mal nicht so schlecht. Vielleicht bringen sie da auch was zu Ende. Vielleicht. Vielleicht. So, was ist unser nächster Top-Tagesordnungspunkt? Die Charts. Die absoluten offiziellen, mit Notar bestätigten Charts bestehen heute nur aus zwei Filmen. Berlin-Alexanderplatz auf der 2 und auf der 1. Und auf Platz 1. Scooby, voll vermädelt. Yay. Da hat man auch überlegt, ob man reingeht tatsächlich. Ja, warum sei denn nicht? Zeit. Diese Woche war echt Chaos. Wobei, man kann ja jetzt bei den Innenstadtkinos den Saal mieten. Ja, das hatte ich tatsächlich mal damals gefragt, zu meinem 30. Ja, in den UCI-Kino Gera hatte ich das tatsächlich vorgehabt. Und damals war es so, da lief Blade Runner lange nicht im Kino. Dann hatte ich überlegt gehabt, mir mal einen Saal zu mieten und da Freunde einzuladen und dann Blade Runner zu gucken. Aber das war damals preislich, war das echt an der oberen Kante. Also, aber jetzt das Angebot von Innenstadtkinos ist ja relativ human, finde ich. Also das ist also hängt auch wahrscheinlich vom Film ab, wie viele Leute kommen und blablabla. Aber wesentlich günstiger als das, was ich da damals für ein Angebot hatte. Ich überlege schon, das tatsächlich zu machen und dann einfach alleine reinzuhocken und Star Wars gucken oder so. Oder zurück in die Zukunft. Ja gut, da kannst du wenigstens noch ein paar Leute mit einladen hier. Also Star Wars. Ich will ja meine Ruhe haben. Also, setz dich alleine hin.
Ja, aber vielleicht mich nackt rein. Dann lieber Star Wars mit ein paar Leuten gucken, die das auch alle cool finden und dann bei den richtigen Szenen richtig abfeiern oder so, als irgendwie ganz alleine dann. Also ich gehe auch gern ganz alleine ins Kino, ja, keine Frage. Oder dann, wenn der nebendran redet, aufstehen und wegsetzen. Übrigens in den USA auf Platz 1 gerade ist ein Film, der heißt The Rental, ein Horror-Thriller von Dave Franco, geschrieben auch von Dave Franco. Two couples rent a vacation home for what should be a celebratory weekend getaway. Also sie mieten irgendwie ein Haus für eine Feier, irgendwie wahrscheinlich einen Jahrestag oder sowas. Und dann wird es aber gruselig. Okay. Platz 1 mit Einspielergebnis von 400.000 US-Dollar. Eigentlich eine Schande. Big Ugly. Platz 2. Mit Vinnie Jones. Oh Gott, wenn es schon Vinnie Jones Filme auf Platz 2 landen, ey, das ist schon Ron Perlman ist auch noch mit dabei. Worum geht's da? Go Bad When London. Irgendwie in Londoner Mafia investiert in Öldeal und wollen da mit Geld waschen und so weiter und dann läuft alles ein bisschen schief. Krass. Was gibt's so im Heimkino? Hast du da schon mal einen Blick reingeworfen? Da hatten wir doch letzte Woche schon mal reingeguckt. Ja, habe ich. Natürlich habe ich reingeguckt. Ich bin ja vorbereitet. 3. August, zwei Filme laufen an. Einer davon, kommen raus. Einer davon ist Ruf der Wildnis. Das ist dieser Hype-Animationsfilm, ne? Basierend auf Jack London mit Harrison Ford, glaube ich, ne? Ja, genau. Harrison Ford. Also während des Goldrausch der 1860er Jahre im kanadischen Yukon am Fluss Klondike waren Schlittenhunde sehr begehrt und Buck ist ein ganz besonderes Exemplar. So beginnt die Geschichte auf einer Ranch im kalifornischen Santa Clara Valley, als Buck aus seinem Zuhause gestohlen und als Schlittenhund in Alaska in den Dienst gestellt wird. Und so weiter. Ruf der Wildnis. Es gibt auch noch neue Trolls World Tour. Diese Animationsfilme mit diesen kleinen Figuren da mit den langen Haaren. Wo ja beim vorhergehenden Trolls-Film, war ja sogar das eine Lied Oscar nominiert, ne? Von ja, Can't Stop the Feeling. Justin Timberlake war das, glaube ich, ne? Naja. Can't Stop the Feeling! Jo, hat mich sehr überrascht, wo ich dann zum ersten Mal das Video gesehen habe. Tja. Dann sind wir soweit durch hier mit den Heimkino, Neustarts und Charts und so weiter. Und wir werfen mal einen Blick in die Serienwelt. Serien. Da hast du ja was ganz, ganz Neues. Oder hast du endlich mal reingeguckt? Oder? Ich habe jetzt endlich angefangen und habe die erste Staffel schon mal weggesuchtet. Echt? Hast du da weggesuchtet? Ich weiß nicht, ich bin da irgendwie mittendrin stecken geblieben. Das war mir dann irgendwie doch nichts. Ich feiere es ziemlich ab, weil es einfach total cool ist. Es gibt zwischen 5 Staffeln. Die Rede ist von Ballers. Ja, da bleibt einem natürlich die Spucke im Hals stecken. Ballers mit Dwayne The Rock Johnson in der Hauptrolle und Rob Corddry und John David Washington und so weiter und so weiter. Sag nochmal Ballers. So wie eben. Nein. Ja. Es geht um Finanzberater, also... Spencer Strathmore, was ich als Namen schon sehr cool finde, ist ehemaliger Footballspieler aus der NFL und berät jetzt als Finanzberater eben Profispieler und macht damit halt auch Geld mit seinem Kumpel und Kollegen Rob Corddry zusammen, also Joe Crutel heißt er in der Serie. Und die haben sehr einfallsreiche Methoden, teilweise sehr seltsame Methoden, zeigt, glaube ich, einen tollen Schnitt oder einen tollen Einblick in diese Welt mit Spieleragenten, Finanzberatern, was die Spieler ausmacht, was hinter dem Rücken so alles abläuft, was für Geschichten da sind. Und ist immer mit so ein bisschen mit einem Augenzwinkern verbunden. Und das ist das, was ich an Dwayne The Rock Johnson so mag. Der ist eine absolute Maschine, der Typ. Also der ist 4 Meter groß, 15 Meter breit. Ich glaube, der trägt ein Haus alleine, wenn er umziehen will. Und der nimmt ständig allerdings sich auch selber auf die Schippe. Und das mag ich so, dieses mit dem Augenzwinkern zu arbeiten. Und das tut der Serie gut, weil die Serie sich auch nicht so total ernst nimmt, obwohl es eigentlich ein ernstes Thema ist. Die Folgen mit 30 Minuten ungefähr sind relativ knackig immer.
Und was ich jetzt am Ende von der ersten Staffel wirklich sehr, sehr gut fand, ist, dass es abgeschlossen ist. Also die erste Staffel ist für sich abgeschlossen, kann man so als Block nehmen. Und ja, macht mir unglaublich Spaß. Ich habe jetzt heute Morgen schon mit der zweiten Staffel angefangen und ich werde das jetzt auf jeden Fall durchziehen vor uns, weil mir macht die Serie sehr, sehr viel Spaß. Ich finde sie sehr cool. Ja, vielleicht gebe ich da doch nochmal eine Chance, dass ich wenigstens mal die erste noch zu Ende gucke, wenn du sagst, sie ist abgeschlossen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich da hänge. Die ist auch schon lange her, ne? Ich glaube, 3-4 Jahre gibt es sie schon, ne? Ja, die ist von 2015, die erste Staffel. Weil wir hatten die damals bei Fortsetzung folgt irgendwie besprochen. Da dachte ich, oh geil, Miami und so, das ist eigentlich genau mein Thema und Dwayne Johnson und oh, so. Ja. Und hab da irgendwie rein, das hat mich nie so richtig so, dass ich dachte, ja, das war zwar immer alles irgendwie ganz nett und alles sehr glossy vom Dreh her. Ja, vielleicht muss ich doch nochmal, jetzt ist ein bisschen Abstand und so und jetzt gerade in dieser Zeit kann man was Nettes gebrauchen. Ne? Es gibt es ja bei Sky Go, habe ich es irgendwie, flog das mal durch, ne? Da kann man das, glaube ich, ja, es ist bei den drin. Sky Box-Sets dabei, ja. Ah, vielleicht gucke ich da doch nochmal rein, denn das war damals... Ich kann es nur empfehlen, also wie gesagt, mir hat es echt Spaß gemacht. Ich bleibe da jetzt auch dran, weil ich will es zu Ende gucken. Wir hatten damals, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, die erste Staffel auf DVD bekommen zur Rezension, ja, und die musste man so durchreichen, deswegen hatte ich die irgendwie mittendrin bekommen und musste die noch an jemanden weitergeben, und ja, deswegen habe ich da auch nur schnell, hat mich nie so richtig. Das war dann auch nur ein Quickie, oder? Ja, schon ein bisschen mehr, weil, wenn ich mich recht erinnere, geht ja eine Folge da doch schon ein bisschen bei der Serie. 30 Minuten? Echt? Okay, habe ich gerade eben auch gesagt. Schön, dass du mir so zuhörst, Erik. Habe ich es falsch in Erinnerung? Sehr schön. Habe ich es falsch in Erinnerung? Vielen Dank, dass du mir so zuhörst. Oder war schön mit dir heute hier. War die erste Folge vielleicht eine Doppelfolge oder so? Ich hatte irgendwie Nein? Nee, okay. Ja, ist lange her, das gesehen habe. Okay, ich habe noch eine Serie geguckt, die ist nicht ganz so amüsant. die hat gerade zumindest in meiner Timeline von Film- und Serienbegeisterten Leuten dazu geführt, dass es doch immer mal irgendwie nach oben gespült wurde, das Thema. Die Serie heißt Slow Burn oder Slow Burn oder so. Ich weiß nicht, wie war das durchgestrichene O. Slow Burn. Auf jeden Fall geht es um eine Nordseeinsel, die heißt eben Slow Burn. Und an der Nordseeküste. Dum, 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 dum. und auf dieser, ja, die Serie ist gedreht von und mit Christian Alvard. Also der hat sie gemacht, die Serie. Was für mich eigentlich schon mal ein gewisses Qualitätssignal ist, weil ich mag das eigentlich sehr, was er so fabriziert und macht. Und Wotan Wilke-Möhring spielt auch mit, was auch immer ein guter Indikator ist, dass es zumindest mal nicht in der Bedeutungslosigkeit versinkt, die Serie, weil er hat auch eine ganz gute Rollenauswahl. Und wir begleiten in den ersten Folgen, muss man schon sagen, passiert eigentlich noch relativ wenig. Aber später kommt dann das, was man auch schon im Trailer und in der Vorschau und was man in den Zusammenfassungen liest, nämlich dass eine Pandemie diese Insel erreicht, ja, die auch sehr deutliche Parallelen hat zu dem, was wir gerade erleben. Allerdings voll das Thema gerade, oder? Ja, genau. Und die hatten irgendwie den richtigen Riecher. Vielleicht haben die angefangen, das Ding zu drehen, als es gerade in China irgendwie losging und haben das irgendwie noch schnell fertiggestellt, bevor hier der ganze Lockdown war. Es wirkt zumindest so, denn es geht auch um eine Vogelgrippenmutation. Allerdings hier wirkt sich das ein bisschen dramatischer aus, diese ganzen Sachen. Und wir sehen erstmal am Anfang, wie natürlich verschiedene Gruppen auf diese Insel kommen. Da gibt es zum Beispiel eine Gruppe bestehend aus Jugendhäftlingen, die auf die Insel kommen und dort so ein Projekt machen sollen, da, so ein Resozialisierungsprojekt. Da ist zum Beispiel der eine Schauspieler, war der Hauptdarsteller von dem Film Das schönste Mädchen der Welt, den ich auch sehr toll fand, den Film. So ein Guilty Pleasure von mir. Und der spielt da zum Beispiel mit und spielen in vielen Nebenrollen spielen bekannte Leute mit. Und die Serie macht allein schon wegen den vielen Leuten, die so wirklich sich auch mal zurückstellen, weil sonst spielen die vielleicht Hauptrollen und hier spielen sie einfach nur eine Figur in einem Ensemble. Und ich will nicht zu viel verraten, aber teilweise solche Haupt- und Top-Schauspieler, die erwischt es dann doch einfach mal und sind dann halt weg, was halt die Situation, die Bedrohlichkeit der Situation auch deutlich macht. Dazu kommen dann auch noch diese ganzen Idioten, die sagen, ja, das gibt's ja hier alles nicht und oh, die Ausländer sind schuld und sonst was, machen irgendwelche Demos und die Eingewanderten. Und die Serie hat eine Qualität, die wirklich extrem hoch ist. Und man kann sie aber momentan auf ZDF Neo, wird sie regulär ausgestrahlt. Und man kann sie auch in der ZDF Mediathek gucken, da habe ich sie geguckt. Die Mediathek ist zwar nicht so schön wie die von Netflix, also man muss
immer wieder gucken, wo, wie weit war ich jetzt, oder muss ich es irgendwie versuchen zu merken, weil der sagt einem nicht, wo du aufgehört hast. Wenn du die richtige Folge startest, fängt er allerdings an der richtigen Stelle wieder an. Aber ja, sonst sagt er nicht, okay, du musst jetzt Folge 7 gucken oder so. Aber ist halt kostenlos, ne? Und ich finde es extrem gut. Mir fehlen jetzt noch, die letzte Folge fehlt mir noch. Und das wurde gedreht, ach, ich sehe es gerade hier, von September bis November 2019 auf Norderney. Cool. Dreharbeiten gingen unter erschwerten Bedingungen bis Ende Mai. Ja, da sind noch natürlich mehrere Geschichten, die da verwoben sind mit so einer Schulklasse und ja, was weiß ich, mit einem Mädchen, die da ein Problem hat, weil sie schwanger ist, und ja, sind viele Lebensgeschichten, die da mit reinspielen, und dann trifft halt diese Pandemie dort ein, und ja, ich fand's echt gut gelungen. Also kann man gucken. Ich werde mal den Link zu der Serie mal mit posten in den Shownotes, und dann könnt ihr vielleicht auch mal einen Blick reinwerfen. Ist natürlich nichts, um sich von der aktuellen Situation abzulenken. Aber ja, ist zumindest mal sind deutliche Parallelen erkennbar, und ja, man kann froh sein, dass es nicht so schlimm ist wie in der Serie, ehrlich gesagt, was wir auch durchaus der guten Führung des Landes zu verdanken haben. Wenn man bedenkt, dass jetzt schon wieder Idioten da in Berlin ohne Mundschutz rumrennen und wahrscheinlich eine zweite Welle dadurch auslösen, weil sie jetzt wieder in die... Sie sind doch die zweite Welle, dachte ich. Ja, in die ganze Republik wieder sich zurück verstreuen und das alles mitbringen. Schönen Dank auch. Also die ganzen Händler und Geschäfte werden sich freuen. Ja, danke dafür. Danke dafür. Ja, vielen Dank. Danke für die zweite Welle. Dann machen wir mal schnell weiter mit dem Rätsel, oder? Rätselecke. Heute bin ich dran mit Rätselstellen, glaube ich. Ich hab natürlich bist du dran. Ich habe letzte Woche Samuel Hayek dazu gemacht. Ich habe tatsächlich was mit Filmen zu tun hat. Nein, das war nur einmal, wo ich... Das war mal was ganz Neues bei dir. Was indirekt ja auch. Also, das Rätsel lautet, was ist das Besondere am Film Inception, über den wir jetzt häufiger mal gesprochen hatten? Was ist das Besondere am Film Inception, wenn er in Japan im Fernsehen ausgestrahlt wird? Und für den Fall, dass es zu einfach ist, habe ich noch einen Plan B. Okay, lass mich überlegen. Was ist da anders? Vielleicht ist das Ende anders. Nee, das Ende ist nicht anders. So, jemand anders ist dran. Okay, ja, ich warte so lange. Nee, mach weiter. Oh, vielen Dank, ja, vielen Dank. Das wäre ja übel, aber das gibt's tatsächlich, ne? Dass irgendwo die Ende. Ja, nee, ich meine im Flugzeug zum Beispiel oder so. Wenn da ein Film ist, ja, der irgendwie ein komisches Ende hat, wo mit einem Flugzeugabsturz oder so, wird dann meistens das umgedreht. Ist dann plötzlich nicht mehr verfügbar. Okay. Okay, das Ende ist nicht anders. Lass mich überlegen, was könnte in Japan noch sein? Vielleicht ist es ja auch in Korea so. Ich weiß nicht, ich habe es jetzt nur von Japan gelesen. Okay. Ist irgendeine Szene weggelassen? Nee, alles drin. Also komplett so, wie wir es wie in den kompletten Film kennen. Gibt es am Ende noch eine Einblendung, dass das alles nur Fiktion ist? Nee, wie gesagt, der ganze Film ist genau so, wie wir ihn kennen. Aber es geht in die richtige Richtung mit Einblendung. Einblendung am Ende oder Einblendung an dem Film? Also gibt es eine Einblendung am Ende? Nicht, dass ich wüsste. Kann okay. Natürlich sein, aber hat jetzt nichts mit dem Rätsel zu tun. Dann vielleicht, wenn die Wände so hoch gehen, dass dann eingeblendet wird Fiktion oder sowas. Das geht in die richtige Richtung. Ich könnte es ja fast gelten lassen. Ein einfaches Ja würde reichen. Ja, es ist nicht ganz... Ja gut, ich löse es mal auf. Also in Japan haben die Zuschauer wohl extreme Probleme damit gehabt, zu erkennen, was jetzt Traum sein soll und welche Traumebene. Sodass in Japan, immer wenn der Film ausgestrahlt wird, wird in der oberen linken Ecke des Bildschirms eingeblendet, dass wir uns in einem Traum befinden und auf welcher Ebene des Traumes. Ah, okay. Okay, da war ich jetzt, da hätte ich das manchmal ein bisschen rumgeeiert, bis ich da hingekommen wäre. Aber war ja richtig mit Einblendung, war ja super. Ansonsten finde ich meine Leistung relativ geil. Also. Top. Top.
Da müssen wir dann nur noch unter Wettkampfbedingungen, wenn die Kate wieder da ist, dann musst du das ja. nochmal beweisen. Das heißt, du bist ja. nächstes Mal dran. Juhu! Oh, ich weiß schon, was ich dich fragen werde. Um Himmels Willen. Irgendwas zu Bodycam. Ja, weißt du, ich baue jetzt die ganze Woche über Druck auf, dass du die ganze Woche was überlegst. Oh Gott. Familie oh Gott. Immer scharf, oder was? Ja, genau. Oh. So. Wie lang ist der Penis von Oh Gott. Dave Franco oder schnell, sowas? Schnell weiter, Musiktipps hier. Ja. Ah, falscher Ding. Neue Filmtrailer. Music. Ich wollte dich nicht so verwirren, das sag tut mal, mir fast leid. Sag mal deinen Musiktipp. Okay. Mein Musiktipp diese Woche ist der Titelsong von Ballers, und zwar Lil Wayne mit Drake, Right Above It. Right Above It. Wäre ich nachher gleich auf unsere Kinocast Spotify Playliste packen, die ihr auch das will ich hoffen. Abonnieren könnt auf Spotify natürlich. Heißt Kinocast Songs. Und ich packe da drauf von Mary J. Blige, I Love You. Den habe ich damals sehr lange gehört, den Song, als der rauskam. Finde ich sehr cool. Ist nicht so bekannt wie Family Affair von ihr. Und weil wir sie ja heute in dem Film haben. Ich hatte erst was anderes stehen, aber hab da nochmal umgeschwenkt. Dann sind, ist wir, ja okay. Dann sind wir eigentlich soweit durch für heute. Sei denn, du hast noch irgendwas? Nö. Nix. Okay. Dann. Na, hallo, ich hatte zwei Filme und eine Serie. Du hattest gut. Was? Top. Ein Film und eine Serie. Also. Ja. sehr gut. Dann, ja, liebe Hörer, schreibt Kommentare. Ich kann nur kurz gucken, ob da. Ich glaube, da war ein Kommentar noch. Bewertungen bei iTunes sind auch ganz beliebt, habe ich gehört. Ja, wird auch gern genommen. Ja, genau. Also unter 5 Sterne geht da nichts. Also mal auf iTunes, dann lernen uns auch vielleicht gibt's andere. iTunes noch? iTunes gibt es noch. Heißt, glaube ich, jetzt Apple Podcasts, aber prinzipiell. Ha. Ja. Ach, die Steff hat einen Kommentar geschrieben. Genau, sie hatten Inception letztes Jahr in der Kult-Sneak in Reutlingen. Das ist natürlich auch, ey, diese Kult-Sneak, das gefällt mir gut, das Konzept, was die da haben. Das, ich mochte auch, als ich mal bei den Kollegen in Frankfurt hier beim Sneakpot mal zu Gast war, die haben teilweise damals vor dem Film Trailer von irgendwelchen alten Filmen gezeigt, um die Leute ein bisschen zu verwirren. Da kam zum Beispiel irgendwie plötzlich mal ein Matrix-Trailer oder sowas oder irgendwie Herr der Ringe oder sowas und sowas. Das fand ich echt cool, da einfach mal so einen alten Trailer reinschmeißen. Die gibt es ja auf YouTube mittlerweile schon in 4K, dann kann man die sich ja mal runterziehen und da einfach mal abspielen. Ja, und so ein Kult-Sneak ist natürlich auch fetzig, wenn da richtig gute Filme kommen, wenn da nicht irgendwelche Schrott läuft, wo du froh warst, dass du den damals in der Sneak schon nicht gesehen hast und jetzt siehst du noch eine Kult-Sneak oder so. Finde ich ein gutes Konzept. Könnte ich mich damit anfreuen, wenn das vielleicht hier der Metropol auch mal zündet. Jo, du hast ja gar keinen Druck auf, ne? Genau, sie hatten auch einen Trailer gehabt vor Edison zu dem Film Tesla. Genau, da kommt nämlich auch ein Film über Nikola Tesla ins Kino. Und da hatten wir damals schon bei Edison, habe ich gesagt, dass ich tatsächlich einen Film über Nikola Tesla, dass mich der mehr interessieren würde, weil der hat ein viel bewegteres Leben und viel interessantere Erfindungen auch gemacht, die jetzt zwar nicht so richtig in den Markt reingegangen sind, aber wo teilweise auch jetzt noch Wissenschaftler dran forschen an den Themen, die er da angerissen hat. Würde ich sehr spannend finden. Okay, dann sind wir durch soweit. Dann vielen Dank fürs Mitmachen, Chris, und wir sehen uns morgen in der Sneak. Sehr und gerne. Bis dann, liebe Hörer. Tschüss. Ciao. Und liebe Hörerinnen natürlich auch. Ja, Hörer, ja, ciao. Hörer, Leerzeichen, innen. Genau, tschüss. Bis bald im Kinocast.